Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play. Frisch im Sommer hatten wir damals Limbo gezockt. Ist schon eine Weile her, das war glaube 2016, wenn ich mich recht erinnere, also 3 Jahre her. Und ich hatte damals gesagt, da kam irgendwann frisch der Nachfolger raus, hatte ich schon damals gesagt, wir werden irgendwann den Nachfolger zocken. Und hier ist er, hier ist nun Inside, der Nachfolger von Limbo, ein sehr grandioses Spiel von damals. Und ich bin sehr gehypt. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe mich null informiert. Aber ich muss auch sagen, ich habe dieses Spiel schon vor 2 Jahren gekauft. Ich habe gesehen, gekauft irgendwann Oktober, September 2017. Jetzt haben wir 2019. Ich habe damals Limbo im Sommer Let's Played. Und ich finde, Inside können wir auch im Sommer Let's Playen und rausbringen. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich denke mal, es wird wieder kein großes Let's Play, nur ein kurzes Spiel, so wie Limbo. Limbo hatte damals, wie viele Parts hatte Limbus? Um die 10 oder so. Daher wird Inside, denke ich mal, auch nicht länger sein. Wir sehen zum Beispiel erstmal einen Unterschied zum damaligen. Dieses Mal können wir unseren Charakter wirklich erkennen. Vorher war es immer nur so ein ganz schwarzer Charakter, wo die Augen geleuchtet haben. Die Grafik sieht um einiges geiler aus. Soundkulisse ist wieder da. Ich bin mega doll gehypt. Ich habe das jetzt spontan halt aufgenommen, weil Mario und Luigi zusammen durch die Zeit ist jetzt als Let's Play beendet worden. Pokémon Schwarz 2 ist jetzt in den Fokus. Und ich hätte gerne trotzdem ein Let's Play so für den Dienstag, für den Donnerstag und vielleicht am Wochenende mal sehen. Und da bietet sich einfach Inside richtig gut an. Steht schon lange auf meiner Liste, dass ich das Let's Playen will. Und ich bin sehr gespannt, wie das im Gegensatz zum Vorgänger sein wird. Schwieriger sein wird. Ob's gruseliger, interessanter, geiler. Bin sehr gespannt. Hier ein Baumstumpf. Interessant, die Bewegungen, die der Junge hier macht. Das wird wahrscheinlich derselbe Junge sein, wie aus dem Vorgänger Limbo. Beim Vorgänger hat er seine Schwester gesucht, beziehungsweise hat versucht, seine Schwester zu retten. Ich kenne die Story hier nicht. Finde es schon mal interessant, dass er hier auch mal durch die gehen kann. Das ist ein anderer Mensch mit einem LKW. Also langsam anschleichen. Ganz, ganz langsam. Oh, geht er nach hinten? Nee. Geht los. Natürlich biete ich euch hier dieses Let's Play in Full HD, 60 FPS an. Also das Geilste vom Geilsten. Das ist das da links, das große da. Also Inside bringt jetzt hier schon mal eine düstere, mysteriöse Spannung rüber. Wir sind im Wald. So wie damals in Limbo auch. Obwohl hier schon. Aber hier ist halt schon ein bisschen Industrie zu sehen. Momentan gibt es noch nichts Schwieriges. Weil wir einfach nur hier laufen. Es ist ein 2D-Game. Es sind wieder zwei. Vorsicht! Der eine leuchtet zu uns. Ich weiß nicht, wie wir uns können. Oh oh. Ich würde sagen, wir laufen gleich einfach schnell hier weiter, dass die uns hier nicht finden können. Kann sein, dass die Schwester von dem Jungen wieder entführt wurde. Ich weiß es nicht. Ein Kühlschrank. Und sehr, sehr. Hier ist jetzt sehr, sehr viel Industrie. Wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen den Kühlschrank wahrscheinlich schieben, oder? Aber ich komme hier gar nicht hin. Ich muss auch erstmal mit der Steuerung so ein bisschen klarkommen. Ich dachte zuerst auf den Kühlschrank und dann komme ich da hoch, aber leider nein. Ich weiß auch nicht die Steuerung. Warte, wir schauen mal bei den Einstellungen mal nach. Grafiktastatur. Da hätte ich gerne WASD. Weil mit Pfeiltasten, das war auch am Anfang ein bisschen komisch. Ich musste erstmal überhaupt schauen, wie laufe ich denn jetzt hier überhaupt? Greifen ist die rechte Steuerungstaste, ja. Warte mal, ist die linke. Oder? Nee, ich belasse es bei der rechten, weil die Maus benutze ich hier sowieso nicht. So, let's go. Ah, okay. Wow. Sehr, sehr cool. Man hier auch jetzt wirklich so interagieren kann, so ein bisschen 3D-mäßig. Jetzt hier schnell runter.
Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was das hier sein soll. Renn hier durch, bevor hier jemand kommt. Boah, aber auch die Grafik sieht mega geil aus. Wenn man das mit dem Vorgänger Limbo vergleicht. Wow. Ist bisher auch der einzige Nachfolger, soweit ich weiß. Und ich fand, wie gesagt, damals das Spiel schon mega geil. So, komme ich von hier rüber? Nee. Wieder ein kleines Rätsel, oder wie ist das? Gibt hier irgendwas oben zum... Ja, hier gibt es eine Kiste. Die können wir hier mit runternehmen. Ah, okay. Kann auch hier wirklich direkt dann vorbeilaufen. Ist nicht schlecht. So, Vorsicht. Hier jetzt sehen. Ups, da. Wollen wir nichts? Er springt doch. Hallo? Ach, ich habe Springen immer noch auf Pfeiltasten nach oben. Kann das sein? Klein Moment nochmal. Oh. Das habe ich natürlich lieber auf der Pfeiltaste. Auf der Leertaste meinte ich. Vielleicht muss das Ding doch noch mal runter hier. Und jetzt mal hier runter und dann hier so hoch. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, aber ich glaube mal, jetzt kriegen wir es hin. Müssen hier runterrutschen. Oh, ein großer Fluss. Damals konnten wir nicht schwimmen. Hat er das inzwischen gelernt? Ah nee, das ist kein tiefer Fluss, also passt. Aber da hinten ist ein Licht. Und Hunde. Scheiße, scheiße, ein Hund, ein Hund. Wir müssen schnell weg. Komm, 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 schnell, schnell, schnell. Hunde sind sehr, sehr schnell. Und oh! Boah, ich habe mich richtig doll gerade verjagt. Hat man vielleicht richtig gemerkt. Boah, schaut dieses Let's Play auf jeden Fall in Full HD und 60 FPS natürlich. Also in Full HD schon, 1080p. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr neue Umgebung, Jalousien unten habt und ein bisschen dunkel, umso geiler wirkt das Feeling hier darauf. Das war gerade schon. Wow. Das hätte unser erster Tod werden können. Versuche natürlich so wenig wie möglich zu sterben. Aber ja, ich denke mal, wir werden oftmals nicht drum herum kommen. So, wieder Waldgebiet. Ich vermute, die bauen hier irgendwie den Wald ab. Mann, hier Industrie raus. Aber ich höre einen Hubschrauber. Der. Ne, ein Auto. Was von links kommt. Wir werden uns bestimmt sehen. Ich muss weiter, ich muss weiter. Oh oh. Oh. Scheiße. Es ist unser erster Tod. Wow, wie unmenschlich sind denn die? Hätten wir das verhindern können? Können wir uns ducken? Nein. Ach, wahrscheinlich hier hinter verstecken, oder? Genau. Das ist die Lösung. Ja, darauf beruht halt hier in dem Fall Inside Limbo 2, wie man das auch nennen mag, auf Try and Ever. Oder wie man das auch immer nennt. Also auf Versuchen, versuchen, versuchen. Versuche und sterbe sozusagen. Okay, erstes Hindernis. Oder nächstes Hindernis hier überwunden. Da ist jemand mit Scheinwerfer. Hörst das Auto? Ich habe die Sounds auch hier nicht runtergedreht. Bedeutet, ich hoffe mal, man kann mich auch gut verstehen. Ich werde das nach diesem Part natürlich nochmal überprüfen. Weil ich möchte, dass sie auch die Soundkulisse wahrnimmt. Zum Beispiel jetzt das Vogelzwitschern. Das mega geil ist. Das schafft eine riesige, richtig schöne Atmosphäre. Wieder jemand. Der uns verfolgt, der uns verfolgt. Was sind das für Unmenschen? Ein kleiner Junge im Wald hat sich verlaufen. Und der verfolgt uns. Und will uns töten. So, das Hindernis sind wir durch. Sind wir durch? Weiß aber nicht, wie es hier weitergeht. Hä?
Aber es sind schon mal mehrere. So, nochmal, nochmal. Um was müssen wir machen? Da ist so ein komischer Wohnwagen oder was das war. Vielleicht können wir mit dem irgendwas machen. Oder Teil eines Wohnwagens. Darf ich hier kurz warten und weiter. Hier nicht stolpern. Lauf, Kleiner, lauf. Uiuiui. Da hinten sind Hunde. Oh, bei Hunden. Alter, das wird mir so mega doll knapp. Boah. Wasser? Aber wir haben gelernt zu schwimmen. Cool. Das sieht mega geil aus. Ach, wir können aber nicht so lange schwimmen. Wir ertrinken dann. Weil uns die Luft ausgeht, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Trotzdem, wir können mal kurz runter. Das ist, wow. Okay. Hochschwimmen ist keine gute Idee, oder wie? Ja, das Spiel ohne einen Tod zu schaffen, das ist natürlich dann auch wieder sehr, sehr schwierig. Doch wann kann ich hoch? Mal ganz kurz Luft schnappen und dann wieder runter, oder wie? Wahrscheinlich ist das die Lösung. Und wieder runter. Ja, das ist die Lösung. Immer mal kurz hoch, um Luft zu schnappen und wieder runter. Wir sind gleich durch. Ja, toll. Windows-Meldung. Oh, tote Schweine. Wir sind auf jeden Fall auf der Flucht. Das habe ich zumindest auch das Gefühl. Weil es scheint jetzt nicht so, als würde er irgendwo ein Ziel haben, beziehungsweise irgendwo einbrechen wollen. Da war gerade eine Straße, jetzt ist hier eine kleine Farm oder so. Mit Maiskolben wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehen die Pflanzen so in der Art aus. Auch wieder mega geil sieht das aus. Hier sind wir erstmal ein bisschen geschützt, hoffe ich. Bis jetzt haben wir noch keine Monster gesehen. Zum Beispiel in Limbo, da gab es relativ am Anfang so eine Riesenspinne. Die haben wir wohl hier momentan nicht. Guck mal da. Weiß nicht, was das ist, aber egal. Das kleine Küken oder was? Ja, was sind kleine Küken? Oder vorsichtig sein? Ja, es sind kleine Küken. Oh, wie süß. Guck mal, wie die sich freuen. Weil wir müssen weiter. Da ist Licht. Da müssen wir vorsichtig sein. Nicht, dass uns jetzt jemand hier im hellen Licht noch sieht. Aber bis jetzt sieht alles sicher aus. Aber haben wir vorhin auch gedacht. Und dann ging es erstmal wieder los und mit ein paar Toten. Da ist wieder die Schweine. Alle tot. Ist ja eine Farm, Bauernhof halt. Warum sind dann hier alle Schweine tot? Hat ja auch keinen Sinn. So, hier geht's wohl hier hoch aufs Seil und aufs Dach dann. Oder? Ne, hier geht's rein. Kurz Tarzan spielen so, die Motto. Jetzt sind wir im Bauernhaus drin. Eine Lampe, die Lampen kennt man auch schon aus Limbo. Okay, da wird wahrscheinlich mit Elektrizität gearbeitet. Bin generell gespannt, was es hier für Features gibt. Weil da in Limbo gab es zum Beispiel ja Magnetismus, dass man halt auch auf der Decke wandern konnte. In der Wand und so weiter und so fort. Sehen, was es hier so gibt. Was macht erstmal dieser Schalter? Die macht nichts. Nee. Aber ich höre auch Strom. Der kann ich dran ziehen. Einfach mal öfters hier dran ziehen. Und hopp. Ah, okay. Geht los. Die Maschine setzt sich in Bewegung. Jetzt ist auch hier dieser Schalter hier mit der Kühllampe an. Was ist das? Wind, glaube ich, dass hier der Streuballen, der Strohballen runtergeht. Ganz schön laut. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Aber
Bringt tut das jetzt erstmal nichts, oder wie? Es ist. Ah, okay, wir müssen noch ein bisschen länger warten. Ich mach mal kurz Sound ein bisschen leiser, weil das ist jetzt arg laut. Machen wir mal hier das hier. Ja, jetzt könnt ihr mich bestimmt auch besser verstehen. So, nochmal hier runterpusten. Nochmal ein bisschen warten. Aber ich sehe nicht, dass er sich bewegt. Er ist ja fast unten. Nee, das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Und der hat sich auch kein Stück bewegt. Ich muss hier noch was anderes geben. Eine andere Möglichkeit. Hier unten war ich noch nicht. Gibt hier irgendwas? Nur die Tür. Ah, okay. Ich kann jetzt hier wird doch mal die Tür öffnen. Kann ich hier ein Schwein oder so ranholen? Keine Ahnung. Nee. Es muss doch hier irgendwas geben, was wir dort drüben gebrauchen können. Eine Kiste oder so. Anders suche ich. Aber ich glaube mal, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Die Hühner sind denn hier. Können die uns vielleicht helfen? Ich weiß noch nicht, wie die kleine Küken hier uns helfen können. Aber ich nehme die mal mit. Keine Ahnung, vielleicht krabbeln sie einen Holzpfosten hoch und kümmern sich darum, dass der Heulbein runterfällt. Keine Ahnung. Irgendwas muss ja auch hier die Türen sind. Also irgendeinen Sinn muss die ja ergeben. Aber wie sollen die an hier hochkommen? Macht auch keinen Sinn. Wir bleiben gespannt. Ach! Ein paar Küken sind da. Ah, okay. Die Küken müssen hier rein. So, und jetzt kurz hier rüber. Liebe Betätin, na gut, da kam jetzt hier keiner mit rein. Und dann werden die Küken dagegen geschleudert. Tut mir leid, liebe Küken, aber brauche euch mal kurz. Aber war irgendwie schon fast klar, dass das mit den Küken zu tun hat. Jetzt schnell sein, schnell sein, schnell sein. Und hopp. Ach man. Ich muss nochmal nach ganz hinten. Brauche ein bisschen mehr Zeit. Was ist mit dem einen Küken da? Das bewegt sich nicht mehr. Das ist tot. So, und jetzt. Lauf, 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 lauf. Schneller, schneller, schneller. Jetzt. Ganz. Wunderbar. Somit kommen wir nun weiter. Springen da und hier. Und wie es von hier aus weitergeht, das seht ihr dann im zweiten Part. Ich hoffe, ihr seid auf dieses kleine Let's Play am Rande sehr gehypt. Ich bin es auf jeden Fall. Wir sehen uns dann. Bis dahin und tschüss.